Wir haben eine neue Seite auf Gottes Haus geschaffen. Die heißt, was dir wirklich hilft. Was dir wirklich hilft. Wir haben zahlreiche Gebetsanliegen zugesandt bekommen und bei vielen von ihnen stellen wir fest, dass die Menschen falsch denken. Sie haben, warum auch immer, falsche Denkmuster in ihrem Leben und das verursacht eine Fülle von Problemen. Und auf dieser Seite findest du Texte, die wir dir an die Hand geben wollen, weil wir glauben, dass sie dein Leben wirklich bereichern können. Es sind Aussagen darüber, wer du in Christus bist. Es sind biblische Aussagen, einfach mal so komprimiert, die dir helfen, ein Verständnis dafür zu haben, was es bedeutet, ein wiedergeborener Christ zu sein. Welche Identität, welche Position du in Jesus hast. Es ist eine Proklamation, die du über dir aussprechen kannst oder ein tägliches Gebet um Schutz. Verschiedene Dinge, die du einfach nehmen kannst und für dich einsetzen kannst. Weißt du, es ist gut, wenn du dein Denken mit diesen biblischen Wahrheiten füllst. Es muss aus deinem Mund herauskommen, du musst es laut aussprechen, dass es aus deinem Mund herauskommt und du mit deinen eigenen Ohren hören kannst. Damit es in dein Inneres dringt und immer mehr die negativen Stimmen, die negativen Gedanken, das falsche Denken einfach ausspült. Du sollst so denken, wie Gott über dich denkt. Und das teilt er dir in der Bibel mit. Deshalb ist es absolut notwendig, biblische Wahrheiten in sich aufzunehmen. Täglich, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ich lade dich ein, diese Seite ein bisschen zu erforschen, dir die Texte auszudrucken und sie wirklich zu deinem eigenen zu nehmen. Wenn du das tust, bin ich sicher, Gott hat viel mehr für dich.